rejected me. You listened to the devil. You showed him confidence. You who until yesterday knew nothing of Satan, you so easily made him your trusted friend and master. I respected your freedom, although you owe it to me. You surrendered it to your fiercest enemy. You unwittingly became his aider and abettor, and you have paid for it with your misfortune. Above all, you failed to understand that your enemy used you to root their eternal evil in your kingdom, in the place where I put you, heaven, so you could never, never find peace again. Oh, Freunde, es hört sich nach Weihnachten an. Wirkt auf jeden Fall sehr nachdenklich. Ein Tannenbaum sieht cool aus. Ein bisschen grau, aber... How vile. Nerd ist wirklich abstoßend. Eating is not a sign. Okay. Was following me. Na, ich glaube auch. Jetzt sitzt bestimmt nachher auch noch woanders rum. Hier, da brauchen wir einen Schlüssel. Machen wir die Musik aus. Tragedy strikes again. It was only a few days ago that another boy was reported missing from St. Mary's Church. This is the seventh in a string of children reported missing since just last month. All of them were poor souls from St. Anne's Orphanage, apparently under the custody of Father Abraham Marcus. Eyewitness confirmed. Ah, ich werde verdächtigt, dass ich mit dem Verschwinden der Kinder zu tun habe. Okay. They've gone mad. Are they accusing me? Each night I pray for the safe return of the altar boy. God is my witness. Could there be an unholy will at work here? Now, we have breaking news about the killer priest from Black Tower. Eyewitness confirms he really did murder those 8 children. Father Ryan Carpenter is here with a message for him. Father, we have to speak about what you did. You used to call them angels, but in the end you killed them with a straight razor. Help me they in were these innocent dark children, times, Father. For you know I am your humble servant. I hear the demons gnawing at my faith. My mind is clouded by doubt. Guide me towards the light in these darkest of hours. Wherever the child may be, I know you are with him. I will not lose my faith. I know you will give me a sign. Ah, ein Brief ist da drin, okay. Das ist ein tolles Zeichen. Aber was ich krass finde, wenn das Kreuz nicht geschehen hätte, hätte ich ja auch gar nicht angefasst. Aber das hat mich von dem Albtraum befreit. Forgive me, Father. Tonight I will leave this world. My suffering is more than I can bear. I always thought I could find solace among the mortals. But I was a fool. You'll find me at the end of the world. I am waiting for you and please do not despair. Could this mean that you're alive? Was ich krass finde, dass der Junge, der scheint ja, wenn, also der Geist oder was auch immer, sich an den Pfarrer zu wenden, scheint dann, scheint er ja nicht kein schlechtes Gewissen, also wird er ja nicht der Mörder sein, ne? Ich mal von aus. Okay, ein Salzsäureschlüssel. Es löst sich alles auf. Boah. Ja, dann wundert es sich ja immer Albträume habe, wenn ich mir die Tür immer vom Kopf haue. This place. Is this another of the devil's tricks? This place is not of your world. It is within the grasp of heaven. It is a part of paradise. God himself gave us this place. Only the brave, the righteous, and the loving can stay here. You're not one of them yet.
In time, you'll change. Soon your eyes will see the truth. You'll break the seal of the mystery. Ich finde aber auch, das sieht nicht nach Hölle aus, sondern mehr nach Himmel. Schöne Musik. Ich hoffe, wir laufen hier richtig, ne? I have a gift for you. An image of Christ. What a curious gift. You will find more of these. They are all scattered around my world. Bring 8 of them to the great priest, and he will reveal a great mystery to you about life and death. Remember, every place that you'll visit in my world has a hidden icon somewhere. Leave no stone unturned. Okay, sehr interessant. Also, wir finden überall Bilder. Bin ich ja mal gespannt. Was that place even real? I think I'm going insane. We've invited our beloved father, Ryan Carpenter, to talk about the recent events. Good evening, Father, and Merry Christmas. Good evening, and thank you for the invitation. May God bless us all. Regarding these events, I think we are paying for the sins we've actually never committed. So you are saying we are being punished for someone else's sins? Krass, are you talking Schublade, about Father okay. Abraham? Listen, my son. I always carry a Bible by my side. Remember the 9th commandment? Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. But in this case, how can I not speak of him? So, is Father Abraham involved? Obviously, we are dealing with a monster. Fear the beast. For it has been unchained and is walking our very streets. This is the sign that the world is coming to an end. The return of our Lord Jesus Christ. Überall Frösche, okay. There's something strange about those eyes. I don't like them staring at that door. God is dead. The creator of all things is no more. God is dead. The creator of all things is no more. Gottes Willen, was ist denn da hinter der Tür? Ja, die ist auch Gott sei Dank abgeschlossen, ne? Ja. Ich glaube, das Telefon ist auf der Seite. Very afraid. Ah, ne, da hinten. Okay. Ah, hier ist ja schon wieder die Puppe. Ja, leg nicht auf. Ich komme. Na, nimm Hörer ab. Merkwürdig, ne? Die senden immer heilige Sprachen und Sprüche und Gebete. Dann müsste es doch eigentlich so weit sein, dass, ich denke mal, der Teufel, der wird ja nicht beten, ne? Also, wer weiß, wer dahinter steckt. Vielleicht auch nicht der Teufel, sondern gefallener Engel oder so. Eieiei. Kleiner Jumpscare hier. Was sind wir da denn gelandet? Ja, wenigstens die Orangen frisch. What kind of trick is this? Who brought these mannequins here from the basement? Holy water. There is a story about a priest and his whore. His name was Father Abraham, and her name was Lady Alexandra. It is said that she was a faithful creature, visiting the church often. Ich kann mal nicht mal normale Musik finden hier irgendwie. Na, ah, alles klar, heilige Musik, dann geht das hier gleich alles weg. Mann. Es geht ja ab hier. So, was haben wir denn hier Schönes?
Okay, Kamera, so sah das Bild aus, was wir gemacht haben. Ah, eine Hostie. Hm, sacramental bread. Nehmen wir die doch gleich mal. Ja, eine Geige scheint nicht zu sein. I never felt ashamed about my relationship with Alexandra. Es sieht so aus wie sieben Sünden oder so. About the church and about me. Especially me. Hier abgeschlossen. Oh, was ist denn da jetzt? You will find me here. Okay, okay. Also, du findest mich hier und dann... Also draußen, ja? Hm. Ja, die Tür ist auch abgeschlossen. Could be in your very homes at this instant and you won't even know it. Very grim warning indeed. Now. Jetzt müssen wir mal gucken. Gibt's hier eigentlich auch eine Treppe runter? Stimmt, oder? So, was war eigentlich, hier war nur ein Spruch, ne? Aber der spielte wohl keine Rolle. Nee, warte mal. Ach, das ist ja die Treppe nach unten. Gucken, ob er die überhaupt runtergeht. I'm not going any further. There's something down there or someone. Okay. Warte mal, da hinten ist da so ein komischer Frosch. Ach, hier ist die Puppe, die mich wieder verfolgt. I want the blood and the flesh of Christ. Okay, das Blut Christi, das ist ja Wein und die Hostie haben wir schon, also fehlt uns nur noch der Wein. Bin ich mal gespannt, wo wir den finden. Person and I do not believe everything that is written in the Bible. Are you implying that Father Abraham is a beast? Blasphemy. A priest? Of course. But how could this be possible? Listen, firstly, you invited me here on your show in the middle of the night, when I could have been at church and praying for some pitiful soul. Secondly, you haven't read the Bible, so you shouldn't speak about things you do not know. Those matters are difficult to comprehend. Such a simple mind as yours could never understand. Those. Ist halt auch die Frage, ist er wirklich der Schuldige, ne? Oder ist das nicht? So, wir müssen jetzt nochmal alle Türen abgehen. Irgendeine Tür geht bestimmt auf. Ist abgeschlossen. Da finden wir bestimmt keinen Wein. Oh. The smell of wine. Das sieht doch nach Wein aus. Okay, okay. Mal gucken, ob das reicht. Ob wir den Frosch befriedigen können. Sind aber auch wieder heilige Sachen, die den Teufel eigentlich abschrecken müssten, ne? Oh oh. Okay, das ist schon mal gut. Oh. Das heißt, das, was da unten war, hat sich so ein bisschen verzogen. Was wir nochmal machen könnten, wir könnten uns die Bilder auch nochmal genauer angucken. I'm Judas Griffin. Exactly. Scheint aber so, als wenn es keine Bilder gibt, die irgendeine Rätsel oder irgendwas aufweisen. Okay, dann gehen wir mal runter. Hier kann man nochmal was aufziehen. Da ist aber nichts drin. Okay. Auch spannend. Was uns da unten erwartet. What is this? Oha.
Er kommt doch hier drauf, ne? Jo. Wieder heilig. Okay, hier fehlt irgendwas, ne? Ja. Oh. Hier ist der Geist vom Jungen. Wo rennt der denn hin? Gehen wir mal hinterher. Also die Ladezeiten braucht man gar nicht rausschneiden, David, fällt mir übrigens ein. Yourself, weil das geht so fix. Oh. Grown-ups never understand anything by themselves. And it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Listen, I want to give my mother a flower. But the flower is dead. Can you bring it to life? Was? Wo sind wir denn hier gelandet? Those icons look exactly like the floating ones from the shore. Er hat sie auf jeden Fall eingesammelt, das ist schon mal gut. It appears to be an Eastern European language. Go towards the heavens and lay beside the Creator. It is from the Lamentations of Christ. Was haben wir hier Schönes? There's something missing here. Ah, hier Stranger fehlt ein Rohr, ja? The flow of the holy okay. Tears. He was an ignorant. He ran from truth, but he fell into a dark sleep. He took the missing element with him. He's buried somewhere around. Ich finde bei hier ein Rohr oder so. Ah, this blasted steam. Nee. Das wird wohl nichts, da kommen wir nicht hoch. Was da hinten ist. Ah, alles klar, super. Also, jedes Bild, was wir einsammeln, schafft wieder Steine zum Laufen, ne? So ähnlich hat der Junge das vorhin auch gesagt, glaube ich. Er läuft natürlich weg. It appears to be the tomb of the ignorant man David was telling me about. Hier können wir den Dampf ablassen. Ah, hier können wir Steine wegräumen. Gucken wir, was wir da finden. Es sei denn, dass da das Rohrstück liegt? Das sieht so aus. Hier ist noch ein Stein. Ja. Wir müssen noch welchen wegräumen. Sehr gut. Ah, da ist der Junge wieder. Ob der uns was zeigt. Oder ist das nur die Puppe wieder? Ne, das ist die Puppe, genau. Der David, Junge. Is that doch, you? Läuft no, auch. He is Alexander. Who is Alexander? He's my brother. I don't want to speak about him right now. Some memories bring back pain. Okay, da finden wir noch ein Bild. Ist ja auch interessant. Aber sehr geile Farben, ne? Auch hier runter. So, ich hoffe mal, wenn wir das Rohr einsetzen, dass es funktioniert. Wir müssen bestimmt auch die Farben noch einstellen, ne? Okay, dann würde ich doch sagen. Ach, hat er gleich eingesetzt, okay. Rot auf Rot und dann Blau auf Blau, ne? Das wär's doch. I really love to play such types of games with you. You're a bit boring as all the adults. Oh, verflandet, wandelt sich gleich in eine schöne Blume. Yet, I don't understand. Ist ganz cool gemacht. Man weiß dann auf jeden Fall, irgendwo steht eine Tür und wenn die Tür aufgeht und man hat alles erledigt, dann kann man durch. Ich glaube, wenn die Tür so da steht und man macht sie auf, dann bringt das nicht allzu viel. Dann kann man gleich durchlaufen, bleibt dann im Gelände.
I can't believe someone destroyed this precious book just to hide a key inside. Oh, Schlüssel. We both know that I am not guilty. Kann ja sein, dass hinter einem Bild sich auch ein Schlüssel versteckt. So, hier ist aber auch alles voller Blut. Okay, können wir das irgendwie drehen, weil das hängt doch falsch rum, ne? Ja. Oh. Oh Gott. Do I really have to relive these events? I must prepare myself then. I must get my rosary and my stole, the Roman ritual and the holy water. Okay, das Weihwasser haben wir doch schon, ne? Oh, hier fährt jetzt eine Eisenbahn lang. My stole. Ja, reicht das schon? Weil Weihwasser hatten wir, wie gesagt, vorhin schon eingesammelt. Oh Gott, do I really have to relive these events? I must prepare myself then. I must get my rosary and my stole, the Roman ritual and the holy water. Ach, das Buch fehlt auch noch. Okay. Gucken wir mal. Ich glaube, hier war ja sein Zimmer, ne? Hier irgendwas Neues? Nee, ne? Ja, irgendwie eine Schublade oder so, die aufgeht? Nee. Wird ja nichts mehr drin sein, ne? Die letzte Hostie, die nimmt er ja nicht. Na, die bringt uns auch nichts. Okay, also brauchen wir Weihwasser. Ja, das müsste eigentlich schon sein. Achso, und hier sein Buch, genau. The Roman Ritual. I used this on David to banish the demon that tormented us for a long time. So, vielleicht reicht das auch schon. Weil wie gesagt, Weihwasser haben wir ja unten rechts auch eingeblendet, also das haben wir ja schon geholt. Jawohl. Prayer to St. Michael the Archangel, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, Amen. Come to the assistance of men whom God has created in his likeness and whom he has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. The Holy Church venerates you as her guardian and protector. To you the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore for the God of peace to crush Satan beneath our feet, that he may no longer retain men captive and do injury to the Church. Offer our prayers to the Most High, that without delay they may draw his mercy down upon us. Take hold of the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan. Alter Falter. Haben wir es denn jetzt geschafft? Oh, der Junge ist weg. Das sollte eigentlich nicht passieren, ne? Die Eisenbahn fährt auch langsam. Ist da noch was zum Einsammeln? Nee, ne? There's something in the oven. Okay, da ist was im Ofen. Dann stellen wir das mal. Was haben wir denn hier? Auf 666 würde ich stellen. Aber vielleicht müssen wir das erst. O thou who art fire and burnest the unworthy, scorch me not, O my maker, but rather pass. Ah, sehr gut. 6x6. Er verbrennt sich doch. Ah.
Eieiei, das war mal ein bisschen unüberlegt, da reinzugreifen. Is unbearable. Der Schmerz ist unerträglich, ja. This is madness. I can't even see my reflection in the mirror. Could this be real? Who knows? Only those children that you've killed. Uiuiuiui. You, a demented maniac, should not hold such a great artifact. Don't you know that wounded hands cannot hold such poison? Do not forsake me, my lord. In thy light I shall see the light. Genau, bleibt gläubig. Impressive. A music box in the shape of a heart. Oh, wo sind wir da gelandet? This is indeed a great artifact. I must have forgotten it that night when I left the house. Be very careful. You are responsible for what you found. Das sieht ja cool aus. Na, Kinderfriedhof, ne? Why does this place look so familiar to me? Something tells me that the innocent and the beautiful sleep here. I fear that I'm the one who is lifeless and not these poor souls buried here. Was ganz geil gemacht, ne? Wenn man jetzt so zurückgeht, dann ist das Tor zu. Wenn wir in die andere Welt wandeln, sag ich mal, dann kommen wir wieder durch. Wir können ja trotzdem hier nochmal was untersuchen. Die ganzen Hostien, geile Bilder. Boah, schon cool gemacht. So, dann gehen wir mal in die andere Welt, um hier durchzukommen. Zurück. Oh, ein bisschen querlaufen hier. Oh! Es läuft wieder weg. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Signal gibt. Dass man wegläuft. Oh, da ist der Junge. Er läuft weg. Wohin läuft? Jetzt ist er hier. Ja, ist ganz geil gemacht, ey, weil der einen immer Hinweise gibt. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt den Schnee wechsle? Ist er dann auch da? Ja. Okay, er hat uns natürlich zurückgewechselt. Und, ja, der Geist ist auf jeden Fall nicht weiter mitgekommen. Jetzt geht es natürlich hier oben lang, aber ich denke mal, hier geht es später erst lang, ne? Genau. Warte mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt die Welt wechsle? Vielleicht komme ich dann da auch durch. Ah, alles klar. Wieder so ein, so ein Zepter, ein Rohr ist das irgendwie, ne? Only the brave can enter the great laboratory. Only the one that can crush a demon and bring it as a burnt offering for the architect of the worlds. A demon as a sacrifice? Where could I possibly find one? I guess it's time for you to meet my brother, Alexander, the little prince, as everyone calls him. He has a special trap that will help you on your journey.
He lives in a small house on top of a hill somewhere around here. You never told me you had a brother. You never listened. Okay, er sagte, sein Bruder kann uns helfen. Der wohnt hier in der Nähe auf einem Hügel. Okay, das ist ja die Kirche. So, jetzt kann es aber sein, wenn die Welt wechseln, dass es ein bisschen anders aussieht. Gucken wir mal, ob wir von hier aus zu so einem Hügel kommen. Jetzt bin ich hier hinter gefangen. Müssen wir nochmal wechseln? Das hätte ich auch so durchgekonnt. Na, ganz toll. So, wo finden wir denn mal ein Haus auf einem Hügel? Schauen wir mal, ob wir noch einen anderen Hügel finden. Ich glaube, wir bleiben auch erstmal im Schneemodus, weil da sind alle Türen offen. Let me tell you a story. Once upon a time, there were two great warriors, a shepherd and a little prince fighting against an unjust king. The two warriors reached the gates of the city and called out their enemy, the king. He cowardly hid behind two of his archers.